Wir sind jetzt am Frankfurt Airport angekommen und machen uns heute auf den Weg nach Kalabrien mit einer Testgruppe, um zu schauen, wie funktioniert Reisen eigentlich während Corona? Kommt Urlaubsstimmung auf? Macht das Ganze überhaupt Spaß? Werden alle Hygienevorgaben eingehalten? Und wie sieht das eigentlich vor Ort mit den Hygienekonzepten aus? Und wir nehmen euch mit. Ihr seht das schon direkt, wenn man reinkommt in den Flughafen. Überall auf dem Boden grüne Markierungen. Auch schon vor der Tür wurde angezeigt, was wichtig ist. Abstand halten, regelmäßig die Hände desinfizieren und natürlich Mundschutz tragen. Hallo! Das Sicherheitskonzept setzt sich natürlich auch im Flughafen fort. Das heißt, beim Check-in sind auf dem Boden überall grüne Markierungen, damit man weiß, wie viel Abstand man wirklich zu seinem Vordermann halten muss. Der Check-in-Mitarbeiter sitzt hinter einer Plexiglasscheibe, sodass auch da gar kein direkter Kontakt stattfindet. Seinen Reisepass oder Ausweis zeigt man einfach vor der Scheibe und auch das Ticket wird mit Handschuhen darunter hergereicht. Das heißt, alles ist ein bisschen vorsichtiger, aber funktioniert super. Überall hier am Flughafen stehen solche Desinfektionsautomaten rum. Da kann man sich unkompliziert die Hände desinfizieren, ohne irgendwas anfassen zu müssen. Trotz dieser ganzen Maßnahmen jetzt hier am Flughafen, hat man denn dann trotzdem so ein Vorfreudegefühl auf den Urlaub oder stellt sich das noch so gar nicht ein? Also im Moment ist es noch ein bisschen komisch, weil man auch nicht weiß, wie ist es nach einem Flugzeug, wie ist es beim Einchecken, das kommt ja alles erst noch. Mindestabstand im Flieger, mit der Maske im Flugzeug, wobei die Freude aufs Meer, auf den Urlaub, auf die Destination, das ist einfach da. Und ich denke auch, wenn man das erste Mal hinter sich hat, dann ist man auch wieder drin im Reisen und ich freue mich irgendwie schon drauf. Wir kommen jetzt gerade von der Sicherheitskontrolle, da durften wir nicht filmen. Das Sicherheitspersonal war aber heute fast gefühlt noch ein bisschen netter als sonst. Ging alles ganz schnell, wie am Schnürchen und man musste natürlich einmal die Maske abnehmen, um zu zeigen, dass auch da drunter nichts versteckt ist. Ja, es ist das erste Mal. Ich muss sagen, es ist aufregender als normal. Aber grundsätzlich, die Stimmung ist sehr positiv am Flughafen, es ist eigentlich keiner wirklich nervös. Der Ablauf ist relativ normal, natürlich, man muss die Maske tragen und die Abstandsregeln einhalten, aber der Check-in lief reibungslos und gerade warten wir aufs Boarding, aber es ist alle gut drauf. Also vor dem Einstieg wurde jetzt gerade bei jedem die Temperatur gemessen, um zu gucken, dass keiner erhöhte Temperatur hat. Und jetzt geht's ins Flugzeug. Wir in kleinen Gruppen geboardet, damit nicht alle Passagiere gleichzeitig das Flugzeug betreten. Und hier bei unserem Testflug ist es auf jeden Fall so, dass der Mittelplatz frei bleibt. Heißt, genug Abstand zu dem, der neben einem sitzt. Und Mundschutz bleibt natürlich auf. Auch die Versorgung an Bord sieht natürlich jetzt ein bisschen anders aus zu Corona-Zeiten. Man bekommt hier ein Wasser gebracht und so ein Snackbag, wo allerlei Gutes drin ist und macht auch satt. An Bord muss man jetzt zwei Formulare ausfüllen. Einmal eins, was über den Gesundheitszustand etwas aussagt und eins, was erklärt, wo man bleibt, woher man kommt und alle anderen Infos weitergibt. Genau wie schon beim Einsteigen verlassen wir jetzt auch wieder in kleinen Gruppen das Flugzeug, immer reihenweise, sodass der Abstand gut eingehalten werden kann. Also jetzt mit dem Fliegen war eigentlich überhaupt kein Problem. Ich muss sagen, mit der Maske, das ist super entspannt gewesen. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Das Tragen oder beziehungsweise einfach durch die Luft einem Flieger war das eigentlich überhaupt keine Zumutung oder sowas. Wir sind jetzt mit dem
Bus vom Flughafen hierher gefahren. Das war auch gar kein Problem. Im Bus hat man einfach einen Platz Abstand gehalten und saß allein in einer Reihe. Und hier draußen darf man dann sogar den Mundschutz abnehmen, wenn man genug Abstand hält. Ihr seht, die Sonne scheint, das Wetter ist herrlich hier in Tropea. Wir haben uns jetzt ein bisschen im Stadtkern umgesehen und der ist natürlich deutlich leerer, als man das sonst wahrscheinlich gewohnt ist. Aber es ist durchaus so, dass einige Restaurants und Cafés offen haben, sich an die Hygienevorgaben halten und man da nett sitzen kann und das schöne Wetter genießen. Auch an der Hotelrezeption stehen Desinfektionsspender, sodass man sich regelmäßig die Hände desinfizieren kann. Auf dem Boden wird außerdem darauf geachtet, dass man genug Abstand zum Vordermann hält. Jeder Gast, der im Hotel einsteigt, muss einen Meldeschein ausfüllen, damit jeder weiß, wer hier ist und man bei Bedarf informiert werden kann. Noch wichtiger sind aber die Regeln auf der Rückseite, auf denen erklärt wird, wie man sich aufgrund der Corona-Krise verhalten muss. Die nimmt man zur Kenntnis, unterschreibt sie und gibt sie ans Hotel zurück. Wir haben es ins Hotel geschafft, um genauer zu sein, ins La Branda Rocca Nettuno. Und wie ihr seht, herrliche Poollandschaft. Hier geht es relativ entspannt zu. So darf ich allerdings nicht in den Pool. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich noch im Kleid bin, sondern damit. Wegen der Hygienemaßnahmen muss man jetzt nämlich eine Badekappe tragen. Es funktioniert aber ganz einfach. Man leint sich einfach drüben beim Bademeister, wo man auch die Handtücher bekommt, eine Badekappe und darf dann hier munter planschen. Am Meer, am Strand, darf man das allerdings auch ohne. Und da gehen wir jetzt hin. Und hier am Strand ist alles ganz normal. Man merkt von Corona und den Maßnahmen eigentlich so gar nichts, kann das gute Wetter genießen und ohne Badekappe schwimmen gehen. Ich fühle mich ehrlich gesagt mal in der Hauptsaison mal so entspannt wie noch nie. Ja. Ich fühle mich ja pudelwohl, muss man mal sagen. Ich glaube, es ist wirklich die Quintessenz aus der ganzen Nummer, dass du einfach die Hauptsaison einfach mal ganz, ganz anders genießen kannst, weil du einfach letztendlich keinen Massentourismus hier mit hast. Und auch beim Abendessen, beziehungsweise vor dem Abendessen, wird nochmal Fieber gemessen, um zu sehen, ob wirklich alles in Ordnung ist. Und jetzt gibt's zu essen. Am Tisch darf man die Maske natürlich abziehen. Und dann schmeckt der Prosecco auch so wie immer. Auf dem Weg zum Platz ist die Maske natürlich unerlässlich. Wenn man dann aber am Tisch sitzt, darf man die zum Essen natürlich abnehmen. Was eigentlich das maßgeblich andere ist beim Essen jetzt, ist, es gibt kein Buffet, sondern man wird bedient. Aber das ist ja auch nicht das Schlechteste, oder? Prost! Wir kommen jetzt gerade vom Frühstück und auch da geht es ein bisschen anders zu als gewohnt. Es gibt nämlich kein Buffet, sondern à la carte Service. Das heißt, auf dem Tisch sind Papierdecken, auf denen man auswählen kann, was man gerne essen möchte. Und der Kellner bringt Getränke und Essen einfach an den Tisch. Du sagst, das ist anders als sonst, dass es dich unsicher gemacht hat, dich sicher fühlen hat lassen. Also es gibt natürlich Unterschiede zu zuvor. Man braucht Maske, keine Frage, beim Check-in oder wenn man ins Restaurant geht. Aber das Wichtigste finde ich, der Urlaub ist trotzdem noch erholsam. Also man kommt an, es sind alle wahnsinnig freundlich, man fühlt sich willkommen und die Leute hier geben sich wirklich so unwahrscheinlich viel Mühe. Und es hat auch seine Vorteile. Die Liegen stehen hier mit Abstand, die werden desinfiziert, es ist nicht so voll und es ist ein anderer Erholungswert. Zwar schon durch Maske und so, durch die kleinen Einschränkungen, aber es ist trotzdem ein guter Erholungswert und der Urlaub macht Spaß. Gibt es einen Moment, wo du dich unsicher gefühlt hast oder dich unwohl gefühlt hast oder du denkst, oh, hier muss ich aufpassen? Oder? Nee, gar nicht. Die Sicherheitsabstände, die man halt einhalten muss, aber sonst fühlt man sich überall sicher. Die Leute sind total freundlich und es macht Spaß. Wie ihr seht ihr eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. In den Cafés sitzen Leute, in den Restaurants sitzt man an den Tischen und die Leute schlendern durch die Straßen. Und so viel anders ist hier eigentlich gar nicht. Draußen braucht man keinen Mundschutz tragen. Und in den Cafés wird natürlich der Abstand eingehalten. Und es gibt Spender für Desinfektionsmittel. Urlaubsfeeling pur. La Dolce Vita in Italien.